Was geht ab, Freunde? Vielen Dank wieder fürs Einschalten. Heute testen wir die besten Influencer-Produkte, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, damit ihr da draußen wisst, ob euch die holen sollt oder nicht. In der letzten Zeit bringt jeder große YouTuber bzw. Influencer seine eigenen Produkte hier auf den Markt. Sei es Capital Bra mit seinem Brattee oder seiner Pizza oder das Getränk Dirty von Shireen David. Ich habe mich dazu entschlossen, dass wir heute nur die Getränke testen. Und zwar nämlich von Dirty, Brattee und von den Suchti. Und das vergleichen wir natürlich mit einem normalen Eistee bzw. Fuse Tea von Edeka, um herauszufinden, so, yo, lohnt sich das überhaupt oder ist da kaum Geschmacksunterschied? Unser erstes Produkt ist von Shireen David. So, wie gerade erwähnt, testen wir erstmal Dirty. Hier ist nämlich unser erstes Exemplar, Dirty Candy Shop. Ist Bubblegum-Geschmack, also wer auf Bubblegum steht, kann das ja mal probieren. Und das ist dieser Sticker oder dieses Alufolien-Ding, was ich meine, damit die Leute nicht ganz Zeit draufklatschen. Und das probieren wir erstmal. Ich bin nicht so der Fan von sehr, sehr, sehr süßen Sachen. Aber ich hoffe mal, dass es irgendwie schmeckt. Werden wir sehen. Candy Shop, Hubba Bubba Geschmack. Finden wir raus. Öffnen wir einmal die Scheiße. Boah. Das hört sich geil an, Junge. Das hört sich immer richtig geil an. Probieren wir erstmal. Boah, der Geschmack, das riecht so einfach Hubba Bubba. Oder dieses rote Eis mit diesen Kaugummi-Stängeln. Ah, Junge, mal schauen. Boah, da kommt direkt der Hubba-Bubba-Geschmack raus. Aber ist... Ich muss nochmal probieren, Leute. Oh, das ist schon sehr süß. Also das ist schon wirklich sehr, sehr süß. Ich bin nicht so der große Hubba-Bubba-Fan, muss ich ehrlich sagen. Geben wir ungefähr 3 Sterne. Ich will hier nicht haten. 3 Sterne würde ich den geben. Aber was wir nämlich testen wollen, ist nicht nur das, sondern... Leute... Die einzige Methode zu testen ist Pfirsich. Bei Pfirsich kann man nicht irgendwas falsch machen, hundertprozentig. Deswegen haben wir auch Dirty Peach, Wet Peach Version. Und das testen wir auch einmal. Und hoffentlich schmeckt das besser, ey. Oder nicht ganz so süß. Ah, die sind nämlich bekannt, weil die so süß sind. Gehen wir mal. Ah, das schmeckt schon besser. Also das schmeckt schon nach richtig guten Pfirsich. Kommt mir bekannt vor aus der Kindheit, da gab es immer so ein Eistee bei Netto, war das, glaube ich. Den gab es so lange Zeit nicht mehr. Jetzt, dieser Dirty macht wieder diesen Kindheitsgeschmack wieder. Von daher, der reproduziert den so mehr oder weniger. Ich muss noch mal einen Schluck gönnen, ey. Der schmeckt lit, Leute. Der schmeckt lit. Würde ich euch empfehlen, wer auf Pfirsich steht, unbedingt holen. Ich würde den keine 5 von 5 geben. Also es gibt bestimmt bessere. Aber so 4 von 5 Sternen würde ich den Sacers geben. Holt euch den. Meiner Meinung nach lohnt sich der, ne? Und dann würde ich sagen, auf geht's zum nächsten. Kommen wir nämlich zu unserem zweiten Produkt. Das kommt nämlich von Influencer oder auch großen YouTuber Cam Brook oder Chan Brook. Ich weiß halt nicht hundertprozentig, wie sein Name ausgesprochen wird. Und sein Suchtee sieht auf jeden Fall am besten aus. Habe ich euch zu viel versprochen. Zieht euch den Boy mal rein. Einfach eine Sonnenbrille, sieht übertrieben fresh aus. Zieht euch den mal rein, Junge. So sollte ein Produkt aussehen, aber fresh. Sucht die hier noch. Geile Sonnenbrille, aber stabile Zähne, weil einige fehlen. Erinnert mich einfach an SpongeBob. Den probieren wir jetzt mal. Und natürlich Pfirsich-Geschmack, wie schon gerade gesagt. Pfirsich kann man alles testen, ob es geil ist oder nicht. Pfirsich kannst du einfach nicht verkacken. Deswegen machen wir erstmal den Boy hier auf und testen mal, ob das hier schmeckt. Einmal kurz schütteln. Und probieren wir einmal den Lux hier. Riecht auf jeden Fall ein bisschen stärker als der Dirty. Also geschmacksintensiver oder mehr nach Pfirsich. Probieren wir mal, ob er besser schmeckt auch. Okay. Irgendwie. Ich weiß nicht, ey. Schmeckt komisch. Wir probieren nochmal. Also ich muss sagen, im Vergleich zum Dirty, der schmeckt ein bisschen, ich weiß nicht, bitterer, also nicht so süß und ein bisschen künstlicher. So, man riecht halt, man schmeckt halt stark dieses Künstliche raus, nicht so dieses Naturelle und wie beim Dirty, dass das ein bisschen anders ist. Hätte ich jetzt nicht gedacht, hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Ich dachte, er schmeckt ein bisschen besser, aber er schmeckt jetzt nicht scheiße, nicht falsch verstehen. Ich würde ihn trotzdem, sagen wir, 3 Punkte geben, also 3 von 5 Sternen, ist stabil. Aber, weiß nicht, wenn dieses Künstliche weg wäre, dann wäre es natürlich deutlich besser. Und dann gehen wir jetzt zu unserem dritten Produkt. Schauen mal, ob unser Capital Bra
das besser mit seinem Tee hinbekommen. Hier ist das Produkt von unserem Capital Bra, unserem Udi hier. Sieht ganz schlicht aus, einfach da steht Bra-Tee drauf mit einem 40-Zeichen. Und hinten natürlich unser Boy, man. Er sieht einfach fresh aus. Look at him, man. Mit seiner Goldkette, mit seinem Sixpack, mit allem. Mal schauen, ob der hier besser schmeckt oder ob er anders schmeckt. Werden wir auf jeden Fall sehen. Erst ein bisschen stillen. Machen wir auf. Und dann testen wir einmal. Vom Geschmack ein bisschen anders. Also vom Geschmack riecht das auch ganz komisch. Schwer zu beschreiben. Aber probieren wir einmal. Also, ich muss noch mal probieren. What the fuck? Also ich muss sagen, bisschen künstlicher. Also du trinkst, du trinkst Pfirsich, aber danach du denkst so, the fuck ist der Geschmack? Ne, keine Ahnung. Der schmeckt nicht ganz so gut. Also nichts gegen dich, Bro, nichts gegen Capital, aber der von den drei hat mir der am schlechtesten oder am wenigsten geschmeckt. Ich würde den nämlich raten, dass der ungefähr, also der Brattee so 2,5 Sterne hat, der ein bisschen schlechter war als der vom Suchti. Und hat keine Ahnung, das ist so mein Rating. Komisch, schwer zu beschreiben. Ihr müsst ihn einmal selber probieren, wenn ihr das mir nicht glaubt, ne? Also, dritter Platz ist dann der bislang. Zweiter Platz unseren Suchti. Und der erste Platz ist der normale Dirty Pfirsich. Aber jetzt, Leute, ne, jetzt kommt nämlich die größte Frage an euch. Schmeckt es denn auch normal oder schmeckt das anders wie ein normaler Eistee, den man sich so holen kann? Weil die, müsst ihr wissen, die kosten alle 1,50 € und das ist schon viel für einen Eistee für 0,5 Liter. Deswegen habe ich hier nämlich unseren Fuse-Tee geholt. Ist ein normaler Eistee, kannst du bei Edeka holen oder einen normalen Eistee, Lipton oder so. Dann testen wir einmal, ob der anders schmeckt oder nicht. Hoffen wir mal, dass es nicht hier überkippt. Ja. So. Riecht auf jeden Fall intensiver. Also riecht auf jeden Fall intensiver als normaler Eistee oder einer von den dreien. Aber ob der anders schmeckt, werden wir jetzt sehen. Okay. Also. Ich würde sagen, ohne Scheiß, der Fuse-Tee schmeckt Baba. Also ohne Scheiß, der schmeckt richtig, richtig, richtig nice. Der schmeckt mir sogar besser als der von Suchttee und der von Brattee. Nicht ganz so intensiv wie der Dirty hier, aber meiner Meinung nach deutlich besser. Den würde ich auf Nummer 2 ganz, ganz, ganz knapp unter den Dirty packen. 3,5 Sterne, beziehungsweise auch 4. Aber da müsste ich den Dirty ein bisschen höher packen. Merkt euch das einfach, minimal schlechter als der Dirty. Das ist so mein Fazit von den gesamten Sachen. So, holt euch lieber 1 Liter Fuse-Tee, wenn ihr was Geiles haben wollt, einen geilen 40. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ja, Leute. Und wenn ihr irgendwie weitere Reviews sehen wollt, irgendwas hier Tests, die wir machen wollen, schreibt es einfach gerne in die Kommentare. Ich werde hier weiter erstmal mein Fuse-Tee trinken, auf ganz, ganz entspannt. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video und ciao, ciao.